Der Prozess muss schneller laufen, der Prozess muss effizienter werden. Das höre ich ganz oft am Beginn einer Prozessoptimierung bei meinen Kunden. Aber muss der Prozess immer effizienter werden? Oder ist am Anfang etwas ganz anderes viel wichtiger, damit Effizienz überhaupt erst möglich wird? Warum Prozessstabilität die Prozesseffizienz zum Frühstück frisst, das zeige ich in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Um meine Überlegungen möglichst anschaulich zu machen, habe ich hier ein Beispiel vorbereitet. Das Beispiel orientiert sich übrigens an einem echten Fall aus meiner Beratungspraxis. Es geht um die Rüstzeiten einer Maschine. Sehen wir uns das Beispiel mal genauer an. Wir haben jetzt hier ein Diagramm, bei dem die Rüstzeiten entsprechend auf der X-Achse unten abgetragen sind. Das heißt, wir haben also 50 Rüstvorgänge unten auf der X-Achse und die Dauer der jeweiligen Rüstvorgänge eben in Minuten auf der Y-Achse. Und da sieht man eben genau so ein Gezappel auf dem Diagramm. Und die graue Linie stellt damit so den Durchschnitt dar. Das ist in dem Fall 54,96 Minuten pro Rüstvorgang. Die Standardabweichung ist relativ groß mit 25,25, weil eben dieses Gezappel drin ist. Es gibt eine relativ große Spanne. Einmal haben wir da 100 Minuten für den Rüstvorgang gehabt und ein anderes Mal also 9 Minuten, das war der niedrigste Wert. Das sieht man auch mit so einer kleinen Statistik zum Beispiel. Maximalwert 100 Minuten, Minimalwert waren 9 Minuten. Das war die Ausgangslage bei dem Kunden, nachdem er einfach mal die Zeit gestoppt hat für 50 Rüstvorgänge. Es wurde dann gesagt, ja, wir wollen diesen Rüstprozess einfach deutlich verbessern. Das Ziel sind 40 Minuten pro Rüstvorgang. Das sollte eben erreicht werden. Was ist dann eben passiert? Nachdem das Ziel von den 40 Minuten ausgegeben wurde, herrschte erstmal ganz hektische Betriebsamkeit an der Linie. Nach einiger Zeit kommt dann der Linienführer zu Ihnen und berichtet also Folgendes. Chef, wir haben ganz deutliche Verbesserungen erzielt. Wir haben die maximale Rüstzeit von 100 auf 95 Minuten senken können. Es gibt also keinen Rüstvorgang mehr, der länger als 95 Minuten dauert. Und wir haben die schnellste Rüstzeit von 9 Minuten auf 6 Minuten gesenkt. Also wenn sich alle anstrengen, schaffen wir es in 6 Minuten, die Maschine zu rüsten. Und wir haben das Ziel von unter 40 Minuten zu rüsten, haben wir auch öfter erreicht. Jetzt schauen wir doch mal aufs Diagramm, was denn da wirklich passiert ist. Sie sehen jetzt wieder 50 gemessene Zyklen von den Maschinenrüstzeiten der gleichen Maschine. Und genauso wie vorher sieht man auch ein ähnliches Gezappel. Es gibt also relativ große Abweichungen eben zwischen dem maximalen und dem minimalen Rüstwert. Der Maximalwert liegt jetzt tatsächlich niedriger als vorher, nämlich bei 92 Minuten für den Rüstvorgang. Und der Minimalwert waren es dann eben auch wirklich 6 Minuten, ist also auch schneller geworden, was wirklich irgendwie leistbar ist. Aber der Durchschnitt der Rüstzeiten hat sich auf 55,22 Minuten sogar noch erhöht. Das heißt, der ist um wirklich fast 16 Sekunden schlechter geworden pro Rüstvorgang. Und bei 50 Rüstvorgängen waren das ziemlich genau 13 Minuten mehr Zeitbedarf im Vergleich zu dem, was vorher war. Sie wissen ganz genau, jeder Ihrer Leute hat sich angestrengt und hat wirklich sein Bestes gegeben und trotzdem wurde aus der angestrebten Verbesserung eine Verschlimmbesserung. Der Chef und der Team waren wirklich massiv frustriert. Und dieses Prozessoptimierungsdings, das funktioniert ja sowieso nicht. Das kam dann eben danach. Was soll das Ganze hier? Und das schaffen wir ja sowieso nicht. Glauben Sie mir, diese Situation kommt wirklich öfter vor, als Sie denken. Ich habe das ein paar Mal erlebt bei Kundenunternehmen, dass genau das gewesen ist. Man hat ein Ziel ausgegeben gehabt, dann waren alle hektisch und haben sich wirklich angestrengt. Und danach war es schlechter als vorher. Und jetzt ist aber auch an der Zeit, über die Begriffe präzise und akkurat zu sprechen. Kennen Sie den Unterschied zwischen präzise und akkurat? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zielscheibe und diese Zielscheibe, da schießen Sie jetzt drauf. Das können Pfeile sein oder mit einem Luftgewehr oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben Sie da eine Zielscheibe. Und wenn Sie das erste Diagramm sich anschauen, dann sehen Sie, es ist nicht akkurat und nicht präzise, weil genügend Schüsse auch neben der Scheibe landen. Manche sind sogar recht gut im Ziel drin. Das sieht man da, zwei sind da ziemlich nah am Zentrum, aber ansonsten ist das eine recht verteilte Geschichte. Würde man jetzt akkurat schießen, aber nicht präzise, dann wären alle ihre Einschüsse auf der Scheibe und keiner geht mehr neben aus. Aber der Streukreis von den Einschüssen ist doch noch relativ groß. Im Gegensatz dazu wäre präzise, aber nicht akkurat, dass zwar alle Einschüsse ganz nah beieinander sind, also der Streukreis ist sehr, sehr klein,
aber leider Gottes neben der Scheibe und damit eben auch nicht wirklich zielführend. Das Optimum ist natürlich präzise und akkurat, nämlich alle Schüsse sind möglichst nah am Zentrum in einem sehr, sehr kleinen Streukreis. Was halten Sie jetzt für besser, wenn Sie die Möglichkeit hätten, akkurat, aber nicht präzise oder präzise, aber nicht akkurat? Im ersten Reflex neigt man immer dazu, akkurat, aber nicht präzise zu bevorzugen, weil man ja schon Erfolge feiern kann, denn jeder Schuss ist auf der Scheibe. Gut, das vielleicht ein bisschen außenrum ist und so weiter, das ist verschmerzlich, aber es ist doch jeder Schuss auf der Scheibe. Aber ein Prozess, der präzise, aber nicht akkurat ist, lässt sich um Längen einfacher verbessern. Weil jede Maßnahme, die Sie ausprobieren, sofort zeigt, ob Sie sich dem Ziel nähern oder sich vom Ziel etwas entfernen. Und bei einem unpräzisen Prozess sehen Sie das nicht, weil durch dieses riesige Gezappel können Sie nicht wirklich sehen, ob es wirklich besser geworden ist oder ob es vom Zufall her einfach das Gezappel ein bisschen anders aussieht. Erinnern Sie sich an die ersten beiden Diagramme, die ich Ihnen gezeigt habe, die sahen eigentlich relativ ähnlich aus. Und deswegen ist die Prozessstabilität immer der Prozesseffizienz am Anfang zu bevorzugen. Also bringen Sie Ihren Prozess unter Kontrolle, damit er belastbar immer gleiche Ergebnisse bringt. Die mögen noch nicht perfekt sein, aber sie sind präzise. Und übrigens zum Thema Prozessstabilität finden Sie ein weiteres tolles und spannendes Video, wo es auch mal um den Begriff geht, Standardisierung und Stabilität und personenunabhängig stabiler Prozess. Schauen Sie mal mit rein. Was kann man jetzt in meinem Beispiel mit den Maschinenrüstzeiten wirklich machen? Zunächst mal empfehle ich also eine Prozessaufnahme und ein Gespräch mit den Leuten, die sich auskennen. Und das sind immer die Männer und Frauen an der Maschine und so gut wie nie die Vorgesetzten. Also verlassen Sie Ihren Elfenbeinturm, gehen Sie an die Maschine, reden Sie mit den Leuten drüber, beobachten Sie wirklich, was da passiert beim Rüsten und ähnliches. Und zur Prozessaufnahme und welche verschiedenen Möglichkeiten es für eine gelungene Prozessaufnahme gibt und wenn man auch mit dem Betriebsrat vielleicht darüber reden sollte, bevor man eben erst irgendwie vielleicht eine Videoanalyse macht oder sowas, finden Sie ja auch ein spannendes Hintergrundvideo. Da gebe ich ganz viele Tipps eben für eine gelungene Prozessaufnahme. Schauen wir uns die Grafik mit den Zeiten und den Erläuterungen der Mitarbeiter nochmal genauer an. Bei den roten Spitzen oben drin, die ich markiert habe, gab es Probleme. Mal waren Werkzeuge von Paletten verstellt, dass man rangekommen ist. Mal hat irgendwas an der Maschine geklemmt oder es hat sich ein Teil, was bearbeitet werden sollte, verklemmt oder ähnliches. Es war also kein normaler Rüstvorgang. Und bei den grünen Kreisen, die ganz besonders schnell war ein Helfer mit beim Rüsten dabei, also ging es besonders schnell. Man hat also Hand in Hand gearbeitet, es ging in dem Fall besonders schnell. Und bei den gelben Kreisen hat die Frau Meier gerüstet. Die hat es halt einfach drauf. Die Frau Meier hat einen Weg gefunden für sich, dass man möglichst schnell die Maschine rüsten kann. Und normal und für alle erreichbar sind die Rüstzeiten in einer Bandbreite von 70 bis 35 Minuten. Das haben so die Mitarbeiter gesagt, das ist so die Bandbreite, wenn es mal gut läuft, wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, aber damit kommt man eigentlich ziemlich gut hin. Bis eben die Frau Meier, die hat es halt drauf. Also hausgemachte Probleme wie die abgestellten Paletten von den Werkzeugen oder Ähnliches wurden zum Beispiel in dem konkreten Fall, auf den ich es hier anspiele, durch eindeutige Bodenmarkierungen als Sperrflächen abgestellt. Also es konnte nicht mehr passieren, dass Paletten direkt vor dem Regal platziert wurden, wo dahinter die Werkzeuge für die Maschine waren. Und die Doppelbesetzung beim Rüsten wurde auch erstmal abgeschafft, damit man wirklich gleiche Bedingungen schafft. Also eine Person rüstet eben die Maschine, so wie es in den meisten Rüstvorgängen der Fall war und nicht ausnahmsweise sind es mal zwei. Und die Frau Meier, die es halt einfach drauf hat, die hat also ihre Vorgehensweise den Kollegen erklärt und mit ihnen eingeübt. Sie war zwar selbst in der Schulungsphase der Coach, sie war also dabei gestanden, hat also die Mitarbeiter und die Kollegen denen gezeigt, was man machen soll und in welcher Reihenfolge und so weiter, aber sie hat in dieser Zeit nicht mehr selbst mitgerüstet. Und deswegen gibt es auch in der neuen Analyse keine extremen Ausreißer mehr nach unten. Das heißt, es wurde also etwas gleichmäßiger. Und das Ergebnis des neuen Rüstens sieht es nach weiteren 50 Zyklen Messung so aus. Der Prozess ist wesentlich präziser und damit stabiler geworden. Jetzt liegen also die Rüstzeiten zwischen 60 Minuten und 25 Minuten. Und wenn man einen Blick auf die Statistik werfen, dann hat sich der Durchschnitt der Rüstzeiten von ehemals knapp 55 Minuten auf 41,74 Minuten gesenkt. Das heißt, die Standardabweichung ist auch deutlich kleiner geworden und die Ziele wurden 24 Mal von 50 Rüstvorgängen erreicht. Ist noch keine volle Zielerreichung, aber es wurde erheblich besser. Und der Maximalwert mit 60 Minuten und der Minimalwert mit 25 Minuten sind auch viel, viel näher beieinander.
Also das heißt, es gibt nicht mehr die extremen Ausreißer nach oben, aber man muss auch nicht mit raushängender Zunge nach unten arbeiten. Also es gibt also eine Bandbreite, bei der es okay ist, dass eben entsprechend gerüstet wird. Und siehe da, der Durchschnitt der Rüstzeiten nähert sich schon ziemlich dem ausgegebenen Ziel von den 40 Minuten an. Und alle haben dasselbe Vorgehen und ein gleiches Verständnis vom Prozess. Und das ist ganz entscheidend gewesen, warum sich diese Zeiten so deutlich verbessert haben, weil alle es auf die gleiche Art und Weise gemacht haben, wie eben die Frau Meier das mal herausgefunden hat. Möglicherweise aus Zufall, möglicherweise aus Ausprobieren, aber letztendlich war es ein gleiches Vorgehen. Und jetzt ist der Prozess und seine Mitarbeiter auch wirklich bereit für die methodischen Prozessverbesserungen, wie zum Beispiel SMED, Single Minute Exchange of Die. Das ist eine entsprechende Rüstmethode, mit der sich die Rüstzeiten nochmal deutlich verkürzen lassen, nachdem der Prozess standardisiert wurde. Mit dem stabilisierten und standardisierten Rüstprozess war das Ziel zwar noch nicht ganz erreicht, aber es hat sich die mittlere Rüstzeit wirklich massiv verbessert, haben Sie gerade gesehen. Und mit weiteren ergänzenden Maßnahmen wurde also im echten Fall dann wirklich schlussendlich ein Ziel von 40 Minuten deutlich unterboten und lag stabil bei 25 bis 30 Minuten Rüstzeit. Und zwar wirklich, die Bandbreite wurde immer schmäler und es waren dann wirklich verlässliche Zeiten, dass man sagt, ungefähr eine halbe Stunde braucht man zum Rüsten. Das war dann auch viel, viel leichter eben in der Produktionsplanung, weil man eben wirklich verlässliche Zeiten zum Rüsten hatte und das entsprechend mit eintakten konnte. Was kann man jetzt aus diesem Video wirklich mitnehmen? Eine Stabilisierung des Prozesses bringt fast immer enorme Effizienzgewinne. Umgekehrt fällt das relativ schwer, Effizienzen zu heben, solange der Prozess instabil, sprich eben nicht unter Kontrolle ist. Also je größer die Standardabweichung in Ihrem Prozess ist, der wiederkehrend ist, desto weniger ist er unter Kontrolle. Also erst präzise arbeiten und dann akkurat arbeiten. Das ist wirklich die Quintessenz eben aus diesem Video raus. Wie denken Sie es darüber? Schreiben Sie mir doch Ihre Meinung mal in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.